Das Geschrei geht weiter. Okay, hat jetzt gerade aufgehört. Und... ah, da ist es doch wieder. Ha. Das ist Musik in meinen Ohren. Nein, Quatsch. Und dann sage ich erstmal willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dantes Inferno. Mein Name ist Echo. Yo, yo, yo. Ich sollte Rapper werden. Rapper. Rap. So, ein bisschen Mana, ein bisschen Energy. So. Hallo. Boah, das ist zum Sinken. Mensch, so schnell mal hier rüberspringen. So. Autsch, das hat wehgetan. Achso, hoch, okay. Dann wollen wir doch mal gucken, wie es hier weitergeht. Sesam, öffne dich. Bums. Was ist gerade warm, ey. Alter Schwede. Ich kann leider gerade nicht das Fenster aufmachen, weil da draußen ist guter Verkehr, also Straßenverkehr jetzt. Also nicht das jetzt, was ihr denkt. Also dem würde ich das Fenster vielleicht mal offen lassen. Was? Und das wäre ein bisschen zu laut jetzt. Ach, hier gab es doch auch irgendwie so eine komische Stelle, wo man irgendwas sammeln konnte, aber auch trotzdem abstürzen kann. Ach scheiße, wie war denn das? Ja, tut mir nur weh. Mistviecher. Ich weiß nicht, komme ich von hier aus hier hin? Was? Achso, das ist wieder so ein komischer Typ, der da irgendwo rumhüpft. Und so eine verlorene Seele. Und was gibt es hier? Epikurs Siegel. Mhm. Erhöht den Schaden aller Kreuzangriffe und Fähigkeiten. Ist auch ganz gut. Ja. Und eine Münze. So, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich jetzt wieder hier drauf komme und nicht irgendwo runtersegle. Jetzt muss ich bloß gucken, wo der Typ ist. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr so genau. Huch, da ist ja noch so ein Mistvieh. Schießt der hoch? Nee. Ah, jetzt hat er hochgeschossen. Cool. Ich glaube, es ist tot. Ich weiß nicht, komm ich hier drüber? Ja, ich bin hier hochgekommen. Aber ich weiß nicht, ob ich hier gerade richtig bin. Ah, nein! Scheiße. Guck mal, der Typ ist da links irgendwo, oder? Das war knapp. Hallo? Ich glaube, der ist hier irgendwo links, so wie es das anhört. Ja, der ist hier irgendwo links. Ah! Shit. Ich muss mal kurz den hier machen. Ah, hier ist er, siehst du, hier ist er. Der Menschenglück besteht aus vergänglichen Freuden. Ja, ja, so, jetzt kann ich. Der Duft. Können wir diese Vendettas beenden? Farinata. Nee, Farinata, so rum. Ein toskanischer Adliger und Herrführer, der glaubte, dass die Seele mit dem Körper stirbt und ein Leben nach dem Tod vereinte. Hierfür wurde er als Heretiker verurteilt. Ja, Mensch. So ergötzlich. Dein Leiden ist vorbei. Jetzt muss ich... Alter, dieses bescheuerte Feuer hier, wie willst du denn hier durchkommen, Alter? Willst du mich verarschen? Mann, das ist ja sowas von crass. Crank ist das. So, jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich hier rechts... Scheiße, warte mal, ich mach nochmal... So, sicherheitshalber. Und dann... Jawohl. Sehr schön.
jetzt hier rüber. So, jetzt gucke ich nochmal hier drüben. Gibt es hier drüben? Nein, gibt es nichts. Okay. Was kann ich hier machen? Aha, jetzt haben sich die beiden bewegt. Ich weiß jetzt gerade noch nicht so genau, wofür das gut ist. Oder gibt es da irgendwas? Ach komm, ich gehe erstmal hier lang. Ich geh erstmal hier lang. Geht doch. Alter, ich öle hier gerade aber vom Feinsten. Der ein oder anderen wird das gerade überhaupt nicht interessieren und denkt, das ist voll eklig. Ich sage, es ist mir egal, momentan. Boah, ich schwitze wirklich, es ist gerade richtig warm. Es ist heute einer von diesen Tagen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme im Mai, wo es so richtig schön scheiße heiß ist draußen. Und es ist jetzt wie spät? Es ist 21 Uhr. Entschuldigung, ans Mikro gekommen. Es ist 21 Uhr. Und es ist wirklich richtig, richtig warm. Warm. So. So, jetzt kommen wir irgendwie hier rüber. Irgendwie hier rüber. Ah, okay. Muss mich beeilen. Nein. Mach, muss ich nicht. nu? Ach so, hier runter. Ich wollte sagen, wo zum Teufel soll ich denn jetzt hin? Ich weiß jetzt gerade sowieso nicht so hundertprozentig, warum muss ich jetzt wieder zurück? Das ist mir jetzt gerade irgendwie so entgangen. Vor allem, dass jetzt hier nicht wieder die Weisheit der heiligen Lucia kam. Mein Lieblingsspot im Radio. Wieso wackelt das Bild eigentlich so? Na, ich warte mal noch. Hallo? So. Dann einmal zack runter. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Toll. Muss ich jetzt hier hoch? Nein, muss ich nicht. Hä? Wo muss ich denn jetzt hin? Speichern? Muss ich speichern? Ne, erstmal noch nicht. Wir haben noch Zeit. Muss ich jetzt wieder zurück? Ich weiß es gerade gar nicht. Na los, komm schon. Na komm, Mensch. Ein bisschen Energie wäre jetzt gar nicht mal so unübel. Bin ich hier richtig? Ich bin mir gerade nicht sicher. Wo muss ich denn jetzt hin? Guck mal, hier haben wir Mana. Warte mal, was ist das? Machen wir einmal den. Können wir denn das jetzt abzapfen? Währenddessen gar kommen wir. Sehr schön. Von hier sind wir gekommen. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich bin jetzt gerade ein bisschen verpeilt. Also entschuldige mal dieses, ich entschuldige mich für dieses Backtracking so. Ich bin jetzt bloß gerade so ein bisschen verwirrt. Wo ich jetzt hin muss. Ich bin doch jetzt gerade von hier gekommen. Hä? Hallo. Na, aua. Ich habe gedacht, probier's das mal. Okay, gehen wir noch mal durch diese Tür durch.
So. Warum sollte ich hier zurück? Wo muss ich denn jetzt hin? Warum konnte ich hier überhaupt zurück? Jetzt ist doch das Feuer abgestellt. Toll, jetzt hätte ich auch zu den Typen hingehen können. Wahrscheinlich deswegen war das, konnte ich das bloß abstellen, wa? Weil jetzt das Feuer einfach bloß ausging. Und ich hätte jetzt einen Typen in aller Ruhe holen können, ohne dass ich mich verbrenne. Glaube ich. Warte ich mal hier nochmal kurz. Nö, das dreht sich jetzt einfach bloß wieder zurück. Ich muss hier irgendwas machen. Nur was? Ach. Ja, jetzt seh's. Ah, das war dumm. Siehst du, weil ich vorhin gequatscht habe, alter Schwede. Mist. Speichere ich hier mal schnell. Ich beende diese Folge aber mal noch nicht. Alle Beuge. Alter, diese Punkte sind so dumm gesetzt hier. Nach was geht denn man der? Nach Zeit oder was? Ich glaube, der geht hier nach Zeit. Also wie lange man gebraucht hat mit dem Durchspiel, das ist also zeitmäßig irgendwie. Keine Ahnung. So, ich werde die Folge vielleicht ein bisschen länger machen. Ah, ich weiß jetzt, was kommt. Jetzt kommt das große Abkacken. Hallo? Achso, hier ist eine. Ja. Ja, das war Absicht. So, bevor ich da aber hinten lang gehe, gucke ich erstmal hier rein. So. Dennoch. Hallo? So. Denn einmal hier runter. Zack. Siehst du, jetzt kommen wir nämlich genau da raus, wo das vorhin oder in der letzten Folge oder so, keine Ahnung. Was bekommen wir denn Schönes? Friedrichs Ring. Erhöht den Schaden. Ne, Quatsch. Sinkt Dantes Gesundheit auf einen bestimmten Wert, kann er göttlichen Beistand erbitten, der seine Gegner betäubt und ihn selbst heilt. Hm, klingt eigentlich gar nicht mal so unübel. Aber, nein. Ich möchte lieber erstmal das mit dem Mana behalten, weil das finde ich persönlich erstmal cooler. Weil da können wir häufiger darauf zurückgreifen mit diesem Schutz. Und wir kriegen dennoch Energie zurück. So, jetzt muss ich ja vorsichtig sein. Und nicht abkommen. Ich hasse es. Das sind nämlich immer so eine Stellen, wo ich so... Oh. Na, komm drauf. Ich hab doch gedrückt, was... Ich hab doch gedrückt, Alter. Mann. Kann ich jetzt alles nochmal neu einsammeln? Nee, zum Glück. Denk dran, da vorne rechtzeitig drücken. Drücken! Uah! War hier unten irgendwas? Ich glaube nicht, oder? Nee. Wir sind noch nicht durch. Wir sind noch nicht durch. Dann halt dich bereit, Echo. Halt dich bereit zu drücken. Oh, halt doch. Meine Fresse. Das war knapp. Bam bam. Huiuiuiui. So, ich glaube, wir kommen jetzt in den nächsten Höllenkreis. Und zwar in den Höllenkreis Gewalt, so wie das hier aussieht. Virgil, altes Haus. Mein Sohn, hier in dieser Kaverne
wirst drei Kreise du finden, einen unter dem anderen. Allesamt Seelen sie binden. Naja, das ist im Grunde genommen ein Kreis, der unterteilt sich aber in dreien. Das werdet ihr später noch erfahren, was genau das für Kreise sind, wenn ihr diese jetzt nicht gerade kennt. Wie und warum sind jene gefangen, dort unten? Im ersten Kreis sind jene, die Gewalt beginnen. Doch da Gewalt sie selbst, Gott und ihre Nächsten empfingen, zerfällt und baut auf sich der Kreis aus drei verschiedenen Ringen. Genau. Das hat praktisch jetzt Virgil ein bisschen kryptisch jetzt zusammengefasst. Von allen Sünden, die Menschen eignen, wecken in Gott der Betrug und der Verrat den größten Hass. Deshalb Betrüger und Verräter ebenso in der tiefsten Hölle gepeinigt werden von des Allmächtigen immerwährenden Brass. Okay, damit haben wir es jetzt praktisch gehört. Nach der Gewalt kommt Betrug bzw. Malebolge. Das ist auch wieder unterteilt in verschiedenen, Unterkreisen so in etwa. Wobei ich da sagen muss, Betrug, also Malebolge ist hier ein bisschen langweilig dargestellt. Alles ist cool gemacht, aber das ist wirklich ein bisschen eintönig gemacht, ein bisschen langweilig. Und dann kommt Verrat und Verrat ist der letzte Kreis. Aber warum schmoren jene in den höheren Kreisen, um Toast von Sturm und Regen, nicht in dieser Stadt der Verderbnis? Wessen Sünde ist des Fleisches, erleidet milde Strafe nur. Doch wer Bosheit trägt im Herzen, versündigt sich an der Natur. Was? Wer liegt hier? In dieser Gruft Papst Anastasius wacht, den der Ketzer Photinus einst vom Weg hat abgebracht. Hier liegt also ein Priester, das ist ja... Ist ja ein Traum. So, wie gesagt, Gewalt teilt sich in drei Unterpunkten. Das heißt einmal Gewalt gegen andere. Das heißt zum Beispiel andere töten hauptsächlich. Der nächste Kreis müsste, glaube ich, Gewalt gegen sich selber sein. Das heißt Selbstmord in dem Fall. Und danach müsste Gewalt gegen Gott sein. Ich weiß jetzt nur nicht genau, wie das gemeint ist. Ich dachte immer, so Gewalt gegen Gott mit Ketzerei zu verbinden, aber... Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Da will ich jetzt nicht irgendwie großartig was behaupten. So, dann werde ich jetzt hier erstmal spielbar speichern. Und dann schaue ich mal auf mein Chronometer. Und würde sagen, doch, diese Folge werde ich jetzt doch beenden. Ich glaube, die hat nur minimale Überlänge. Und dann sage ich, haut rein, fahrt nicht besoffen Auto. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder von Dantes Inferno. Dann sage ich, haut rein, fahrt nicht besoffen Auto. Das habe ich doch eben schon gesagt, oder? Alter, ich bin gerade sowas von, die Hitze, die macht mich so kaputt. So, dann sage ich, tschüssili.